zum 161. sicherheitswissenschaftlichen Kolloquium, gleichzeitig zum 26. sicherheitswissenschaftlichen Weihnachtskolloquium des Instituts ASA. Thema der heutigen Veranstaltung ist Programme, Ergebnisse und Perspektiven der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie GDA. Und ich freue mich sehr, Herrn Steffen Rödecke hier begrüßen zu dürfen als Referenten der heutigen Veranstaltung, Leiter der Gruppe Arbeitsschutz des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, hierzu einige Erläuterungen zu geben und Hinweise zu geben und ein bisschen was zur Geschichte und zur Gegenwart und zur Zukunft vorzutragen. Ich möchte dem eigentlich gar nicht so viel jetzt voranstellen, weil wenn ich anfange, dann könnte ich möglicherweise auch kein Ende finden. Man sollte vielleicht nur den Hinweis geben, es hat irgendwas mit den Namen Bismarck und Kaiser Wilhelm I. zu tun, historisch gesehen, mit dem Unfallversicherungsgesetz von 1884 und dem Arbeiterschutzgesetz von 1890, wenn man unbedingt will, von mir aus auch noch mit dem preußischen Regulativ von 1839 und 1853 und also mit einer sehr lange zurückreichenden Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit viel Spannungen, mit viel auch Kooperation und Ideen. Und das hat sich institutionalisiert 2008 im Arbeitsschutzgesetz in Form der Paragraphen 20a und 20b des Arbeitsschutzgesetzes, die die inhaltlichen und institutionellen Regelungen der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie beinhalten. Man müsste natürlich jetzt auch noch auf das Sozialgesetzbuch 7, gesetzliche Unfallversicherung, verweisen. Ich schenke mir jetzt weitere Worte und übergebe sehr gerne an Sie, Herr Rödecke, nochmal herzlichen Dank für Ihren Einsatz heute. Ja, da nicht für Herr Professor Pieper, vielen Dank für die Einführung. Ich wollte auch nicht ganz so weit zurückgehen, wenn ich über GDA spreche, sondern halt eben durchaus in der jüngeren Vergangenheit bleiben. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Folien freigebe. Spannend. So. Geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie es sehen, weil es ist da und Sie müssen, nur noch den Präsentationsmodus aktivieren. Genau. Danke. Alles so. Super. Ah, jetzt müsste es richtig schön aussehen. Jawohl, alles bestens. Danke. Gut. Die GDA ist eher eine Strategie, die auch gesetzlich verankert ist, die aber den Zeitraum jetzt seit 2008 halt eben fester Bestandteil des deutschen Arbeitsschutzes ist. Und was ich Ihnen erzählen will, sind bestimmte Punkte. Zum einen Grundlagen zur GDA. Ich habe mir das jetzt gespart mit den Fabrikinspektoren, mit Bismarck, mit dem preußischen Regulativ. Aber ein paar Grundlagen halte ich immer noch für wichtig, um zu sehen, wo die GDA herkommt, warum es die GDA gibt und welche Rahmenbedingungen es gibt. Dann hat die GDA ja drei Säulen. Das ist die gemeinsame Beratung, Überwachung, das abgestimmte Regelwerk und die Arbeitsprogramme. Möchte ich Ihnen kurz erklären, beziehungsweise nochmal deutlich machen, warum, wieso, weshalb und wohin. Und dann gab es am Ende der zweiten Periode 2018 eine Evaluation, also Ende der ersten auch, aber die der zweiten war durchaus aussagekräftig, sodass die dritte Periode, die theoretisch jetzt läuft, praktisch immer wieder von Corona ausgebremst wird, eine andere Struktur, ein anderes Aussehen hat als die Perioden davor. Und das wollte ich halt eben in dem Ausblick Ihnen deutlich machen, was jetzt in der dritten Periode in den nächsten 4 Jahren eigentlich zu erwarten ist. Grundlagen der GDA. Warum gibt es eigentlich die GDA? Die GDA gibt es mittlerweile 13 Jahre. Sie ist damals 2008 ins Leben gerufen worden, weil vorher eine deutliche Kritik kam aus der Politik, aus Wirtschaft und Europa, wo auf der einen Seite eine deutliche Veränderung in der Arbeitswelt zu spüren war.
das ja auch mit dem Arbeitsschutzgesetz, was ja nicht Arbeitssicherheit, nein, Arbeitssicherheitsgesetz ist was anderes, aber das Arbeitsschutzgesetz geht deutlich weiter mit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Das heißt, der Begriff ist erweitert worden. Der Gesundheitsschutz ist als Bestandteil des Arbeitsschutzes deutlich beschrieben worden, sodass halt auch das, was bis dahin immer so Mauerblümchen waren, Muskel-Skelettbelastung oder psychische Belastung, mehr und mehr auch in den Fokus der Arbeitswelt geraten ist. Was aber auch sinnvoll ist, weil die klassischen Gefährdungen oder auch schwere Unfälle gehen nicht weg, aber im Verhältnis zu Muskel-Skelettbelastung oder psychischen Belastung und den Ausfallzeiten dazu ist halt die Bedeutung nicht mehr ganz so stark, wie sie mal war. Wir haben eine Entwicklung in Europa, die damals mit einer Gemeinschaftsstrategie, die jetzt gerade wieder auch wieder hochkommt ein bisschen, gestartet wurde, dass halt in Europa alle Länder um Deutschland herum sich dieser Gemeinschaftsstrategie untergeordnet haben. Es waren in den Ländern Ziele und Handlungsfelder der einzelnen Länder zu erkennen. Und in Deutschland fehlte halt eben für das gesamtstaatliche und Unterversicherungssystem eine strategische Ausrichtung. Es war auch nicht klar, wer arbeitet woran, warum arbeitet man woran. Und was erst recht fehlt, waren Evaluationen, um zu gucken, was funktioniert. Und in welchen Bereichen ist halt eben erfolgreiche Arbeit zu erwarten. Also eine nationale Strategie, Programme oder Evaluation war vor 2008 eine Fehlanzeige. Dann gab es damals 2003 ein Hensler-Gutachten zur Entbürokratisierung und Deregulierung. Damals war immer in aller Munde der Fensterbaubetrieb in Kassel, der irgendwo innerhalb von einem halben Jahr von 7 oder 8 Behörden besucht wurde. Und das waren alles Arbeitsschutzbehörden. Also das war immer so gefühlt, ob das nun also beim Fensterbauer war es keine Lebensmittelüberwachung, aber egal wer kam, es war immer der Arbeitsschutz. So dass damals, was auch in den Mainstream passte, man einen Bürokratieabbau haben wollte, eine Deregulierung haben wollte, bürokratische Hemmnisse waren immer wieder ein Thema, was diskutiert wurde. Die Doppelzuständigkeit, das ist das, was Herr Pieper schon angedeutet hatte, halt eben auf der einen Seite der staatliche Arbeitsschutz, auf der anderen Seite die Unfallversicherungsträger, die, ich komme nachher mal noch darauf zurück, deutlich auch unterschiedliche Aufgaben haben, aber in der Mitte eine sehr große Schnittmenge. Und diese Doppelbesichtigungen oder Doppelregelungen oder Vorschriftenflut, all das hat sicherlich in eine gewisse Relevanz, hatte aber eigentlich nie die Relevanz, die dahinter stand, die hochgespielt wurde. Wenn man die Statistiken ansieht, sind die Doppelbesichtigungen nach Einführung der GDA um den Faktor 3 höher geworden als vorher, weil man sich eher gemeinsam lieber die gleichen schönen, guten Betriebe aussucht als vorher. Darf man aber nicht laut sagen, habe ich auch nie gesagt. Und was deutlich wurde, es gab kein abgestimmtes Vorgehen von Unfallversicherungsträgern und Staat. Jeder legte seine eigenen Ziele fest, seine eigenen Schwerpunkte. Diese waren manchmal gleich, manchmal eher sehr unterschiedlich. Es gab Kooperationen, die hingen aber eigentlich eher von Personen ab als von einer systematischen Ausrichtung. Und ich hatte es auch schon gesagt, eine Evaluation gab es nicht. Dann kam der SLIC, Senior Labor Inspector Committee, damals das erste Mal 2005 nach Deutschland. Und dieser Ausschuss der hohen Aufsichtsbeamten untersuchte primär die staatliche Arbeitsschutzverwaltung und gab dann ein, also die formulieren das sehr freundlich und geben Empfehlungen und Hinweise. Es war aber schon eigentlich ein vernichtendes Urteil, was zeigte, dass jegliche Abstimmung fehlte. Neben dem Dualismus haben sie ja das föderale System, was auch nicht gerade ein einheitliches Vorgehen prägt. All das war so eine Kritik, die damals hochkam, die deutlich machte, dass es einen erheblichen Reformbedarf im deutschen dualen Arbeitsschutz System gab. Und dafür gab es jetzt drei Lösungsmöglichkeiten. Ich habe mal Dualismus-Kalamitäten geschrieben.
um das freundlicher auszudrücken. Aber diese Probleme konnten über drei verschiedene Wege gelöst werden. Der eine Weg ist die Übertragung der staatlichen Aufgaben nach § 21.4 Arbeitsschutzgesetz. Das heißt, die Unfallversicherungsträger übernehmen die Aufgaben des Staates. Klappt da, wo man gleiche Aufgaben hat, klappt nicht im Bereich Arbeitszeit, auf jeden Fall nicht im Bereich Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz nicht, im Bereich überwachungsbedürftige Anlagen nicht. Also rein wertfrei haben sich ja schon mehr als die Hälfte der Punkte, die der staatliche Arbeitsschutz macht, wo es nicht klappt. Solche 21-4-Vereinbarungen gibt es in einigen Bundesländern jetzt noch, dass der Arbeitsschutz in der Landwirtschaft mitgemacht wird. Zeigte sich dort als massives Problem im Sommer letzten Jahres, als die Saisonarbeiter, die Unterkünfte der Saisonarbeiter kontrolliert werden sollten. Das ist nicht Kernbereich des Arbeitsschutzes. Dafür gab es keine Vereinbarung. Die Länder, wo eine Übertragung war, war nicht festzustellen, wer wie viel Saisonarbeiter kontrolliert hat, beziehungsweise die Unterkünfte als mögliche Ausbreitungsquelle für Corona. Also diese 21-4-Lösung ist etwas, was diskutiert wurde, was damals auch Herr Clement und der BDA sehr vorangetrieben haben, weil sie diese Lösung eigentlich präferiert haben. Dann haben sie das sogenannte Niedersachsen-Modell gehabt, was sagte, dass die staatliche Aufgabe die Überwachung ist. Die Unfallversicherungsträger machen nur noch versicherungsrechtliche Aufgaben ohne Überwachung, also genau das Gegenteil. Dieses Niedersachsen-Modell wurde damals vom Land Niedersachsen in die Debatte geworfen. Federführend war die niedersächsische Sozialministerin, eine Frau von der Leyen, die halt eben diesen Gegenpart aufgestellt hat. Und wie das immer so ist, wenn man jetzt was gesagt, Teppiche kauft oder verkauft, einigt man sich in der Mitte. Das heißt, im § 21.3 Arbeitsschutzgesetz wurde in der 82. ASMK festgelegt, also Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2005 in Bremen, dass es die GDA geben soll, dass man die Kooperation und Abstimmung halt eben verstärkt nach § 21 Absatz 3. Das war da schon vorgesehen, aber halt eben deutlich gesetzlich verankern mit einem Konzeptpapier, was damals in der ASMK beschlossen wurde. Bisschen tricky finde ich halt eben, dass ein sozialdemokratischer Arbeitsminister von Herrn Clement damals, ich glaube, er war Wirtschafts- und Arbeitsminister im Bund, das eine wollte und eine eher CDU-Angehörige Dame das andere wollte, eigentlich verkehrte Welt. Aber man hat sich dann halt eben in der Mitte geeignet und hat gesagt, wir brauchen eine echte Kooperation, dass das, was damals schon im 21.3 stand, auch wirklich umgesetzt wird. Soweit ich weiß, ist er ja auch nicht mehr in der SPD. Nee, er ist jetzt ganz woanders, aber er war auch zum Schluss dann in eher einer freien, liberal denkenden Partei. Von daher ist das durchaus nachzuvollziehen, also die Ideen, die damals geäußert wurden. Ich hatte Ihnen gesagt, die 82. ASMK 2005, Deregulierung des Arbeitsschutzrechts, so hieß der Beschluss. Er war Grundlage im Konzept dafür, was nachher im Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz ist, ein ganz, ganz schrecklicher Name. Aber halt eben, damals wurden nicht nur die gewerblichen Berufsgenossenschaften von 36 auf 9 reduziert, das war auch ein Teil des Unfallversicherungsmodernisierungsgesetzes, sondern es wurde in dem Artikelgesetz auch das Arbeitsschutzgesetz, Paragraphen 20 und 21 geändert und das SGB 7, Paragraphen 20, das wirklich die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, und das ist im Vergleich zu allen anderen Arbeitsschutzstrategien, die auch in Europa unterwegs sind, einzigartig, dass sie gesetzlich verankert wurde. Es ist also ein dauerangelegter Prozess, der so, wie er dort beschrieben ist, nicht einfach rückgängig zu machen ist oder im Sand zu verlaufen ist. Also man ist da auf Dauer gebunden, das umzusetzen.
Im dualen System haben Sie über das Arbeitsschutzgesetz die obersten Landesbehörden, das heißt also in NRW das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, welches entsprechend gebunden ist, die Arbeitsschutzstrategie umzusetzen. Auf der anderen Seite über das SGB VII, die DGUV und die gemeinsamen landesbezogenen Stellen. Das ist so eine Krücke, hätte ich fast gesagt, weil die Länder halt eben territorial aufgestellt sind. Die Unfallversicherungsträger sind branchenmäßig aufgestellt. Und um diese beiden verschiedenen Ausrichtungen zusammenzustellen, gibt es halt die gemeinsamen landesbezogenen Stellen, in denen die einzelnen Berufsgenossenschaften bzw. Unfallkassen territorial zusammengeführt sind. Und dort werden halt eben auf Ebene der Länder, gibt es eine Rahmenvereinbarung für NRW aus dem Jahre 2009, die Zusammenarbeit regelt. Und dann gibt es immer noch, wenn Arbeitsprogramme oder Ähnliches anstehen, Umsetzungsvereinbarungen, mit denen man dann in die Fläche geht. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich nochmal im dualen System die unterschiedlichen Ziele und gesetzlichen Aufträge deutlich machen will. Sie haben einmal das Oberziel, was alle haben, ist die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, zu fördern und zu verbessern. Das ist letztendlich Text des Arbeitsschutzgesetzes. Sie haben das Ziel der Optimierung des dualen Arbeitsschutzsystems. Auf diese beiden Ziele haben Sie die Unfallversicherungsträger und die staatliche Arbeitsschutzverwaltung, die darauf zugreift oder darauf zur Zielerreichung beiträgt. Bei den Unfallversicherungsträgern ist es entsprechend der Definition Prävention mit allen geeigneten Mitteln, also ein sehr umfassender Präventionsbegriff, den Sie auch gesehen haben an der Kampagne Commitment oder Ähnlichem, der sehr, sehr weit geht, der weiter geht als das staatliche Verständnis, weil die staatliche Arbeitsschutzverwaltung hat nach § 21 Arbeitsschutzgesetz die Aufgabe der Überwachung und Beratung des Arbeitgebers bei der Erfüllung seiner Pflichten. Das heißt also, es ist eine Beratung, die auch wiederum eingegrenzt ist und eigentlich nur sich fokussiert auf die Erfüllung der gesetzlichen vorgegebenen Pflichten. Dann haben Sie noch die Sozialpartner, die bei allen Entscheidungen, bei allen Tätigkeiten der GDA mit eingezogen sind und Kooperationspartner, sodass Sie eigentlich zwei verschiedene Zielebenen haben. Einmal die rote, die sehr oft das Innere bedacht ist, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Überwachung und Beratung in Betrieben zu optimieren und dann weiterfassend, wenn man sich die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten anguckt, wo natürlich Krankenkassen, Rentenversicherung, all die verschiedenen Institutionen, die dort beschrieben sind, Wirtschafts- und Berufsverbände dazu beitragen und mitgenommen werden sollen. Es macht aber auch deutlich, dass diese beiden Zielebenen, die Sie hier sehen, das Ganze nicht einfacher machen. Dass natürlich Sozialpartner, wenn die Arbeitgeberseite gerne möchte, dass die Besichtigungen einer bestimmten Art und Weise und einer Form ab erfolgen und es aber nicht vorgegeben ist oder auch nicht gewollt ist, dass natürlich die Arbeitgeber sich über Besichtigungsformen einbringen, was natürlich durchaus nachvollziehbar ist. Sie das aber in der NRK besprechen mit in der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz mit Arbeitgebervertretern, gibt es Probleme. Das heißt, man hat nachher das in der GDA so gelöst, dass es bestimmte Punkte gibt, die ohne Sozialpartner, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besprochen werden. Was sind die Kernelemente der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie? Und das macht auch ein Problem deutlich, wo wir nachher noch näher hinkommen. Sie haben einmal diese blaue Säule. Das ist die Herstellung eines verständlichen, überschaubaren, abgestimmten Vorschriften und Regelwerks. Komme ich nachher noch mal detaillierter zu. Sie haben die Festlegung eines abgestimmten Vorgehens bei der Beratung und Überwachung in den Betrieben. Sie haben die Entwicklung von Arbeitsschutzzielen, von Handlungsfeldern, von Arbeitsprogrammen und die Evaluation. Das Ganze wird dann am Ende nochmal einer Dachevaluation. Ich habe den Namen mal bewusst zugelassen, obwohl es jetzt nur noch Evaluation heißt, weil sonst mein schönes Schaubild nicht mehr passen würde mit dem Dach.
Aber das Ganze wird halt eben evaluiert. Und hier sehen Sie, dass eigentlich die drei rechten Säulen ausschließlich die GDA-Arbeitsprogramme sind. Und wenn man sich überlegt, dass in den ersten beiden Perioden jeweils 10% der Personalressourcen von UVT und Staat hier reingeflossen sind, aber 90% hier waren und man sich fast nur um die Arbeitsprogramme gekümmert hat und in der Öffentlichkeit fast nur die Arbeitsprogramme bekannt waren, dass da eine Schieflage ist. Und diese Schieflage hat man versucht, mit den Maßnahmen, die man von der zweiten zur dritten Periode angegangen ist, zu verändern und dagegen zu steuern, dass halt eben das normale Aufsichtshandeln, die normale Beratung, die normale Überwachung mehr in den Fokus rücken, dass die abgestimmt werden. Gemeinsame Beratung, Überwachung, das bisher Stiefkind der GDA. Was steckt dahinter? Hier haben Sie wieder die drei Personen, die an dem roten Seil ziehen. Letztendlich geht es auch darum, dass man Grundsätze schafft, damit UVT und Staat, wenn sie in der Überwachung unterwegs sind, einen Betrieb möglichst, Sie merken, ich werde schon mehr und mehr in den Konjunktiv, möglichst gleich beurteilen, gleich bewerten, gleiche Ergebnisse haben. Dazu gibt es Grundsätze, abgestimmte Grundsätze, solche GDA-Leitlinien, die gesetzlich verankert sind. Das Ziel dieser Leitlinien ist, ein gemeinsames Grundverständnis auf beiden Seiten, also bei Staat und UVTs, zu schaffen und eine, ich sage es jetzt wieder, möglichst einheitliche Vorgehensweise bei Beratung und Überwachung zu bekommen. Letztendlich so eine Transparenz zu schaffen, wenn jemand kommt, weiß ich, was passiert. Normadressat für diese Leitlinien sind die Präventionsleitungen der Unfallversicherungsträger, also die obersten Unfallversicherungspersonen in den einzelnen Berufsgenossenschaften, die für den Bereich Prävention zuständig sind, nicht für den Bereich Entschädigung oder Reha oder Ähnliches. Und es sind die obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder, also wieder NRW, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Und die tragen die Verantwortung für die Umsetzung. Diese Leitlinien sind rechtlich gesehen eine norminterpretierende Verwaltungsvorschrift. Um sie verbindlich zu machen, müssen sie in den einzelnen Trägern wieder umgesetzt werden. Und da ist für mich persönlich so ein Pferdefuß. Wenn ich sage, ich habe schon ganz viel Regelungen getroffen zu etwas, die entsprechen dem, was da in der GDA beschrieben ist, dann setze ich so eine Leitlinie inhaltlich um. Ich gebe den Leuten aber nicht das Papier in die Hand. Und wenn ich was Gemeinsames erzeugen will, muss ich auch ein gleiches Papier in der Hand haben, muss ich wissen, dass der andere das Gleiche hat und nicht nur das Gleiche anders beschrieben. Und das ist für mich so ein leichter Konstruktionsfehler, der dahinter steckt. Leitlinien gibt es zu den wichtigsten Themen des Arbeitsschutzes. Sie haben die obersten beiden, das sind so die Bibeln, hätte ich fast gesagt. Das ist die Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation, dann die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes, dann aufgrund des Fehlens einer Verordnung dazu eine sehr wichtige Leitlinie zur Beratung, Überwachung psychischer Belastung am Arbeitsplatz. Diese Leitlinie hat durchaus Standards gesetzt, um halt eben die psychische Belastung, die man in Betrieben hat, auch begreifbar zu machen, dass man auch da Standards setzt, wie man damit umgehen kann. Planung und Ausführung vom Bauvorhaben ist eine wichtige Leitlinie zur Zusammenarbeit, weil natürlich Unfallversicherungsträger keine Vorankündigung kennen, zum Beispiel für Bauvorhaben. Und der Staat auf die Unternehmer ohne Beschäftigten, so heißt das offiziell, also Solo-Selbstständige auch keinen richtigen Zugriff hat, aber die UVTs. Deswegen ist da die Zusammenarbeit beschrieben und sehr wichtig. Eine Leitlinie zur Staubminderung beim Bauen, die es gibt, und dann die Leitlinie zur Beratung und Überwachung während der SARS-CoV-2-Epidemie, die
das Zusammenwirken von UVT und Staat halt eben während der Pandemie berücksichtigt. Diese Leitlinie wird jetzt wie alle Rechtssätze seit Mitte November umgeschrieben, dass die pandemische Lage nationaler Tragweite rausgestrichen wird und dafür ein Datum eingesetzt wird für die Gültigkeit. Deswegen gibt es da eine Änderung, die ist aber nur redaktionell bedingt. Letztendlich muss man sagen, dass diese Leitlinien auch deutliche Aussagen haben. Zum Beispiel, dass bei jeder Besichtigung die Gefährdungsbeurteilung ein Thema ist. Dass auch bei jeder Betriebsbesichtigung, bis auf ein paar Ausnahmen, die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes als Grundlage zu überprüfen ist. Und dass psychische Belastung gleichwertig ist zu den technischen Fragestellungen, die in der täglichen Routine behandelt werden. Und dass man es halt eben auch entsprechend anwenden muss. Zwei Leitlinien möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Das eine ist die Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation. Da sehen Sie hier oben ein etwas anderes Layout als das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Das ist das Spannende. Diese Leitlinie gab es schon vor der offiziellen Einführung der GDA. Damals hieß das noch das Spitzengespräch. In dem Spitzengespräch war der LASI vertreten, war das BMAS vertreten und die deutsche gesetzliche Unfallversicherung als Vertreter der gewerblichen Unfallversicherung und der Unfallkassen der Länder, der Feuerwehren und so weiter. Also ein Vorläufergremium gab es schon, aber dieses Vorläufergremium ist dann abgelöst worden durch die NRK. Zu der Leitlinie Gefährdungsbeurteilung. Das, was wir mittlerweile als Gefährdungsbeurteilung, als Prozess in 7 Schritten kennen, ich hoffe auch lieben gelernt haben, ist ja so im Gesetz nicht definiert. Und diese Leitlinie hat das erste Mal diese Definition aufgegriffen und diese Definition halt eben auch festgelegt. Es gab parallel immer wieder Wünsche, die ans BMAS herangetragen wurden, auch nochmal eine Verordnung unterhalb der Leitlinie, unterhalb des Arbeitsschutzgesetzes zu machen, um die Gefährdungsbeurteilung deutlicher zu beschreiben. Das hat bisher nicht stattgefunden. Ich hoffe mal, dass der neu gegründete Ausschuss, der ASCA, der Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, vielleicht diese Lücke schließen kann. Es wurden in der Leitlinie zur Gefährdungsbeurteilung einheitliche Kriterien genannt. Wenn Sie da mal reingeguckt haben, diese einheitlichen Kriterien sind noch sehr, sehr, sehr spärlich, weil der Prozess 2.7, damals war ich auch an der Erstellung dieser Leitlinie beteiligt, sehr kompliziert war, weil da das Misstrauen zwischen UVT und Staat und auch die unterschiedliche Rolle noch sehr stark ausgeprägt war. Und man hat der Begriff kleinste gemeinsame Nenner durchaus eine Bedeutung. Auf mehr konnte man sich nicht verständigen. Man hat auch an dem Entwurf dieser Leitlinie, ich schätze, 1,5 Jahre rumgebastelt, also ganz, ganz lange. Und man hat dann beschrieben, welche möglichen Maßnahmen bei Defiziten durchzuführen sind. Und wenn Sie da sehen, dass da zum Beispiel steht, Motivationsgespräche und Beratungsangebote, ist das durchaus an einer Zeit entstanden, wo noch sehr viel mehr Richtung Motivation und Beratung war. Jetzt steht auch da, wo ich dann nachher dazu komme, zu der Betriebsbesichtigung mit Systembewertung, mehr Verwaltungshandeln im Fokus. Darf ich eine kurze Anmerkung machen? Gerne. Also ich habe die auch mal versucht, so zu lesen, wie wenn ein Arbeitgeber die lesen würde. Weil ich finde eigentlich, man kann das ja auch umdrehen. Also das ist ja jetzt gerichtet auf das gemeinsame Vorgehen in der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie. Aber umgekehrt kann natürlich ein Arbeitgeber hieraus auch Schlussfolgerungen ziehen, wie läuft denn sowas dann ab und was muss ich als Qualitätskriterien sozusagen, was muss ich sicherstellen? Also es ist auch so, dass diese Leitlinien sind ja veröffentlicht auf der Homepage der GDA, wo Sie, wenn ich vorhin das nochmal zurück in Erinnerung rufen, was ich gesagt habe, an wen die als Normadressat gehen, da müssen die gar nicht veröffentlicht sein. Und wenn Sie sich dann die Klickzahlen angucken, wie oft die aufgerufen werden, merken Sie durchaus, dass dort Arbeitgeber, Fachkräfte, Betriebsärzte oder auch Beschäftigte sich die Dinger runterladen, weil sie sagen, ich möchte gerne wissen, was kann mich erwarten oder was erwartet mich, wenn ich eine Überwachung habe? Und das ist so eine Wirkung, die man bei der Geschichte billigend in Kauf nimmt.
Es gibt ja auch ganz viele LASI-Veröffentlichungen, da will ich auch nochmal für werben. Es gibt zum Beispiel eine LASI-Veröffentlichung 59, das ist eine Handlungsanleitung zur Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung. Da haben sich die Länder dann hingesetzt, nachdem hier die Leitlinie Gefährdungsbeurteilung halt eben der kleinste gemeinsame Nenner war und hat gesagt, wir brauchen konkretere Angaben, wann ist eine Gefährdungsbeurteilung rot, gelb oder grün. Also die Ampel ist war damals schon total spannend, nicht erst seit vorgestern. Da ist halt eben dann das detaillierter beschrieben worden, diese LV 59. Bei dem Prozess der Betriebsbesichtigung mit Systembewertung, komme ich nachher nochmal zu, haben die Unfallversicherungsträger gesagt, das, was ihr da geschrieben habt als Länder, nehmen wir mittlerweile auch als Kriterium. Und es ist bei solchen unbestimmten Rechtsbegriffen immer wieder wichtig, dass man auch weiß, wie man das auslegt, weiß, wie man was verstehen soll. Wenn ich sage, eine Dokumentation, wann ist eine Dokumentation zu aktualisieren? Klar gibt es da in den Gesetzen und Verordnungen bestimmte Anhaltspunkte, aber diese Leitlinien haben da schon geholfen. Die haben auch bei dem Bereich geholfen, dem nächsten, wo ich zu kommen bin, bei der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. Auch da haben sie geholfen, weil gesagt wird, wie geht man mit Managementsystemen um? Prüfe ich, wenn ich Arbeitsschutzorganisation prüfe, nur die Papierlage oder prüfe ich auch mehr? Was prüfe ich? Das wurde dann immer konkreter. Ich kann jetzt ein kleines Feedback dazu geben. Also wir haben auch die Leitlinie schon angewandt, um vorhandene Gefährdungsbeurteilungen zu überprüfen. Und dann war es eigentlich ganz hilfreich, dass es eine Vorlage gab, worauf man zitieren kann. Das hat dann schon einen Stellenwert im Betrieb, auch wenn es unbestimmte Rechtsbegriffe sind. Also damit kann man arbeiten, würde ich sagen, als Feedback. Auch jetzt hochaktuell in der Pandemie und diese sozusagen erweiterten Gefährdungsbeurteilungen. Ja. Absolut, ist einfach hilfreich und dass wiederum die Nutzungszahlen bezüglich der LASI-Dokumente und der GDA-Dokumente dann wieder betriebliche Akteure sind, das ist ja schon immer so gewesen, auch bei den Durchführungsanweisungen der Unfallverhütungsvorschriften war es ja genauso. Das war ja auch eher an die Aufsicht gerichtet. Wie geht man damit um? Also das ist klar. Ich hatte eine Frage, weil Sie haben ja eben gesagt, dass es Eingaben gab zur, wie soll denn die Gefährdungsbeurteilung stattfinden ins BMAS? Es sagt ja, diese 7 Schritte, die subsumieren ja unter Gefährdungsbeurteilung auch das Treffen der Maßnahmen und die Überprüfung der Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen, beides. Und wenn man sich natürlich das Arbeitsschutzgesetz schon immer angesehen hat, sind natürlich diese dreierlei Ergebnisse, also das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren, das Ergebnis oder die Liste der getroffenen Maßnahmen, um die Ergebnisse der Überprüfung der Wirksamkeit zu dokumentieren. Und daraus geht ja hervor, dass das unterschiedliche Sachen sind. Und das hat ja dann mittlerweile auch das BAG, Bundesarbeitsgericht, ja genauso gesehen in einem anderen Fall, aber also einen anderen Rechtsstreit, aber gesagt, dass eigentlich ist die Gefährdungsbeurteilung eben nur die Feststellung, muss ich denn, also habe ich eine Maßnahmenerforderlichkeit, muss ich Maßnahmen treffen oder nicht? Und damit endet die Gefährdungsbeurteilung und das ist das Ergebnis. Das Treffen von Maßnahmen, die Wirksamkeitsüberprüfung der Maßnahmen gehören nicht mehr zur Gefährdungsbeurteilung. Ist dieses schon mal diskutiert worden in diesem Umfeld? Vielleicht nur einen Hinweis dazu. Das Bundesarbeitsgericht hat sich auch nur das Arbeitsschutzgesetz dabei angeguckt. Denn wenn man in andere Vorschriften geht, wird man feststellen, da ist die Trennung nicht so krass. Insbesondere in den Jüngeren, ja. Aber das ist ein Menschenwerk. Ja. Und die Urteile sind auch Menschenwerk. Ja, natürlich. Nein, aber das ist ja so, dass das... letztendlich ist die Gefährdungsbeurteilung nicht das Papier, was Sie dann sehen. Na gut, das ist die Dokumentation sowieso, aber auch nur das Ermitteln und Beurteilen der Gefährdung ist nicht alles. Ne? Ich muss die Maßnahmen ja festlegen und das gehört alles dazu. Und ich hoffe, dass der neu gegründete Ausschuss, der jetzt ab Anfang des Jahres gegründet wurde und wo ich mittlerweile der Hoffnung bin, dass er Ende nächsten Jahres die Arbeit aufnimmt. Ich war erstaunt, was für einen Zeitrahmen das in Anspruch nimmt, dass man dort halt eben diese Sachen nochmal klarer auch über technische Regeln oder Regeln abbildet.
Weil wenn Sie sich mal das Ganze angucken, auch in den verschiedenen Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz, ist durchaus das, was die Beurteilung der Arbeitsbedingungen angeht, in jeder Verordnung das ein bisschen anders beschrieben. Wenn Sie bösartig sind, sagen Sie, wissen Sie auch, welcher Referent im BMAS welche Verordnung geschrieben hat. Und das kannst du dem Arbeitgeber eigentlich nicht erklären. Der muss wissen, wann muss ich eine Gefährdungsbeurteilung aktualisieren, welche Schritte muss ich berücksichtigen. Muss ich jedes Mal dort eine Fachkraft oder einen Betriebsarzt dazu ziehen oder kann ich es alleine machen? Also das alles sind Punkte, die man vor die Klammer ziehen muss. Und da hoffe ich, dass der Ausschuss da Klarheiten bringt, dass es da ein Papier rausgibt. Oder das wird halt eben dauern. Und dass das BAG bei der nächsten Urteilsfindung mehr liest als nur das Arbeitsschutzgesetz. Weil daraus, das ist ja das Problem, dass man alle sich einig sind, vielleicht einige Arbeitgeber nicht, die aber auch nicht wollen, dass die Gefährdungsbeurteilung ein Prozess ist. Ja, okay, danke. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Kollege Bieber das Arbeitsschutzgesetz etwas in Frage stellt. Nein, überhaupt niemals. Niemals. Und auch das BAG würde ich natürlich niemals in Frage stellen. Man kann die Entscheidung des BAG auch andersrum lesen. Also es ist eher eine Frage der Rechtstechnik und weniger eine Frage der Rechtsanwendung. Allerdings, ich finde auch, man muss jetzt wirklich auch Anforderungen an den Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gemäß § 24a Arbeitsschutzgesetz stellen. Und ich möchte jetzt lieber nicht sagen, dass es hoffentlich nicht so läuft wie bei der ASRV 3 zur Konkretisierung der Gefährdungsbeurteilung bei Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. Da hat der Prozess, glaube ich, 6-7 Jahre gedauert. Also, ich hoffe nicht. Ja. Ralf, du hast ja kurze Wege. Ganz kurze Wege. Genau. Okay. Versuche ich mal weiter wieder reinzukommen. Das nächste war die Leitlinie betriebliche Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes. Da ist nochmal deutlich beschrieben, bei welchen Anlässen und wie der Umfang von Beratung und Überwachung ist. Es gibt einen Mindestprüfumfang der Elemente. Und es gibt die Prüfung der Wirksamkeit vor Ort, dass man sagt, ich muss auch gucken, wie es wirkt. Zum Mindestprüfumfang gehört neben der Verantwortung des Arbeitgebers bzw. der Aufgabenübertragung, die Pflichtenübertragung, Aufgabenerledigung, Organisationspflichten aus dem ASIG, Qualifikation für den Arbeitsschutz. Und jetzt wird es tricky. Ich glaube, ganz wenige Leute, die beiden Leitlinien gelesen haben, haben verstanden, dass die Organisation der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in der Leitlinie Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes war und die Umsetzung in der anderen Leitlinie. Diese Verknüpfung wird in den nächsten 1,5 Jahren aufgehoben, sodass man eine hat, die beschäftigt sich nur mit Arbeitsschutz, mit der Gefährdungsbeurteilung und eine, die beschäftigt sich nur mit der Arbeitsschutzorganisation. Die Durchführung der Dokumentation der Unterweisung ist geregelt und das sind der Mindestprüfumfang. Das musste also immer mindestens von einem Aufsichtsbeamten oder der Aufsichtsperson geprüft werden. Dann gab es noch ergänzende Prüfelemente, die habe ich jetzt nicht weiter aufgeführt, weil diese ergänzenden zu 98% nicht geprüft wurden. Deswegen werden sie auch bei der Überarbeitung der Leitlinie verschwinden, beziehungsweise die Sachen, die wichtig sind, als verpflichtende Elemente definiert werden. Am Ende gibt es auch hier eine Ampel, die sagt, eine Arbeitsschutzorganisation ist geeignet. Teilweise geeignet oder ungeeignet. Und diese Einstufung in diese drei Ampelfarben oder Ampelstufen, das ist halt eben die Schwierigkeit. Und wenn man sich überlegt, wahrscheinlich wäre man besser mit 4 Ampelfarben unterwegs, aber 4 Ampelfarben passen nicht so in das Weltbild. Andererseits, wir kommen ja her noch, das dritte Mal, dass ich sage, zur Betriebsbesichtigung mit Systembewertung. Ich mache sie richtig neugierig. Da gibt es auch wieder die Ampel, da haben wir lange, lange diskutiert, weil natürlich Sie bei dieser Bewertung immer häufig in der Mitte landen werden. Das Gelb wird teilweise geeignet, der größte Anteil der Betriebe sein, die man überprüft. Andererseits muss man auch sagen, wenn ich 4 Ampelstufen oder 4 Bewertungsstufen habe,
muss ich auch 3 Schnittstellen exakt beschreiben. Und es ist uns teilweise schon schwer gefallen, 2 Schnittstellen zu beschreiben. Das, wenn man ganz ehrlich ist, ist halt die Frage, wie kann ich die Grenzen so beschreiben, dass jeder die nachvollziehen kann. Diese Leitlinie zur Arbeitsschutzorganisation ist später entstanden. Das heißt, hier kamen schon konkretere Angaben neben der Beratung, ein Revisionsschreiben, so richtig schön klassisch preußisch mit Pickelhaube, eine formale Reaktion, das war damals noch die nette Umschreibung zur Ordnungswidrigkeit oder Anordnung, weil man traute sich nicht, das so zu sagen, oder halt eben, wie geht man mit Arbeitsschutzmanagementsystemen um. Ein weiterer spannender Punkt der gemeinsamen Beratung und Überwachung ist, der auch von SLIC 2005 und das letzte Mal waren die 2017 da, immer wieder angesprochen wurde, der Datenaustausch zwischen Unfallversicherungsträgern und staatlichen Behörden. Da gibt es Konzepte, die sind auch aus dem Jahre 2008, die beschreiben, was man austauschen will. Neben den Basisdaten, den Terminen, wann man wo war, die Ansprechpartner bei den Aufsichtsdiensten, letztendlich Qualität und Quantität vorhanden der Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsschutzorganisation, Management, BGF-Maßnahmen, Berufskrankheiten geschehen und Arbeitsunfall geschehen. Sie können Personen, die hier vom SLIC waren, die aus Rumänien, Estland kamen, denen können Sie nicht klar machen, dass wir nicht auf dieselben Daten vom Staat zugreifen wie die UVTs, dass es keine gemeinsame Datenbank in Deutschland gibt, in denen die Daten abgespeichert sind. Und dieser Datenaustausch, als ich in der GDR angefangen habe, das war 2008, da war das, was ich Ihnen eben vorstelle, schon State of the Art. Und wir sind bisher nicht weitergekommen. Es wird vereinzelt ausgetauscht. Es gibt immer wieder datenschutzrechtliche Probleme. Es gibt technische Probleme. Das Ganze wird sich aber sehr wahrscheinlich erledigen, weil das Arbeitsschutzkontrollgesetz dort ab dem 01.01.2023, das ist bisher noch der versteckte Teil des Arbeitsschutzkontrollgesetzes, der noch nicht umgesetzt wurde ins Arbeitsschutzgesetz und SGB VII, ab dem 01.01.2023 einen Datenaustausch nicht die Plattform ermöglicht, sondern einen Datenaustausch von beiden zwingend vorsieht. Und ich denke, das ist ein riesen Gewinn oder ein Riesenschritt, sodass die Unfallversicherungsträger wissen, wer vom Staat bei einem Betrieb war, wie die Bewertung war. Und auch auf der anderen Seite, dass der Staat weiß, wann ein Unfallversicherungsträger bei einem Betrieb war und wie das Ergebnis war. Weil bei den Personalressourcen, die wir haben, die für die Überwachung und Beratung zur Verfügung stehen, ist Doppelbesichtigung eigentlich nur deshalb das Problem, weil man eigentlich eher bei den besseren Betrieben gerne hingeht. Auf der anderen Seite haben wir mehr und mehr Überwachungslücken. Und da sollte man nicht gucken, dass man in die guten Betriebe immer sich die Klinke in die Hand gibt, sondern wirklich guckt, wenn da jemand war und der Betrieb soweit okay ist, dann gehe ich da nicht nochmal hin. Deswegen habe ich von dem Datenaustausch ab 01.01.2023 eine riesen Erwartung, dass der Arbeitsschutz, die Überwachung etwas einfacher und besser wird. Kommen wir zum Regelwerk. Das Spannende ist bei dem Regelwerk, wenn Sie sich mal angucken, auch wiederum für die Älteren unter uns, wenn Sie früher eine Baustelle hatten und wollten eine Baustelle sagen, ab welcher Höhe muss ich denn eine Absturzsicherung machen? Da hatten Sie 1 Meter, da hatten Sie 2 Meter, 3 Meter und 5 Meter. Je nachdem, was Sie taten, je nachdem, wo Sie guckten. Also nach Arbeitsschutzgesetz, Gefährdungsbeurteilung muss man eigentlich dazu kommen, dass man spätestens ab 1 Meter was machen musste. Arbeitsstättenverordnung hat da auch eine Aussage getroffen. Nach der Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten hätten Sie ihn bei den Mauern vorhand. Das heißt, wenn Sie oben irgendwo auf einer Geschossfläche vom ersten Geschoss stehen und die Mauer hochziehen, brauchen Sie bis zu einer Höhe von 5 Metern keine Absturz, brauchten Sie keine Absturzsicherung. Das heißt, von 5 Metern konnten Sie rechtlich legal in den Tod verunfallen. Diese unterschiedlichen Regelungen, die Sie an vielen Stellen hatten, am Arbeitsschutzrecht zwischen UVT und Staat, war natürlich ein Ärgernis. Und man hat angefangen, damals ein Kooperationsmodell, ein Leitlinienpapier auch zu machen,
zur Neuordnung des Arbeitsschutzrechts, zu den Vorschriften und Regelwerk, was aus 2011 datiert ist. Ziel ist es halt eben, eine Transparenz zu erzeugen, Doppelregelungen zu vermeiden, Doppelregelungen, die in unterschiedliche Richtungen gehen, zu vermeiden. Und das war ein Papier, an dem man 3 Jahre lang verhandelt hat, weil natürlich die Aussage, die da drin steht, Vorrang von staatlichen Regeln und Vorschriften für Unfallversicherungs- oder Papieren von Unfallversicherungsträgern eine sehr schwer zu schluckende Kröte für die UVTs war. Aber es ist halt so, dass das ein Gesetz in der Vorrang hat vor einer Durchführungsanweisung, wie Herr Lang vorhin sagte, einer Unfallverhütungsvorschrift. Auch die Tatsache der Vermutungswirkung, dass die natürlich nur in staatlichen Regeln gilt und nicht in Regeln der UVTs. Und dass Unfallverhütungsvorschriften eine Bedarfsprüfung brauchen, wenn Sie sich überlegen, dass es teilweise Zeiten gab, wo Sie über 100 verschiedene Unfallverhütungsvorschriften hatten, die Sachen geregelt hatten, die schon im staatlichen Recht geregelt waren, beziehungsweise die im Bereich in Verkehr bringen geregelt sind. Das ist alles weniger geworden. Man muss aber auch sagen, dass das staatliche Recht immer branchenübergreifend ist. UVT-Regeln mehr branchenbezogen. Ich komme da gleich mal zu und erkläre Ihnen auch das Kooperations- und Kombinationsmodell. Sie haben ja die verschiedenen Ausschüsse zu den verschiedenen Verordnungen, die halt eben die Regeln machen. Und die alle sind branchenneutral. Die gelten beim Friseur, bei der Kfz-Werkstatt, wo auch immer im Bürogebäude. Und man hat dort gesagt, wir machen ein Kooperationsmodell. Das heißt, da, wo es schon Regeln gibt der UVTs, die entsprechend gut sind, klassisches Beispiel ist die Rutschschämung von Fliesen, übernimmt man sie in die technischen Regeln. Dort, wo ich Branchenregeln brauche, zum Beispiel für den Friseur, also wenn Sie überlegen, Sie haben einen Friseur mit einem Beschäftigten und Sie müssen alle Regeln, die es da gibt, beherzigen, ist das eine ganz schöne Nummer, das würde ich nicht machen wollen. So dass es, ich weiß gar nicht, ob es eine Branchenregel Friseure gibt, dass man aber bestimmte Branchenregeln hat, wo die staatlichen Regeln zusammengefasst sind und halt eben entsprechend veröffentlicht werden. Die weißen Stellen, die Sie hier zwischen sehen, soll jetzt der ASCA ausfüllen, der Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Bin ich mal gespannt, inwiefern das dann funktioniert, weil natürlich dieser Ausschuss irgendwie in Konkurrenz zu den anderen Ausschüssen steht. Zumindest fühlen sich die anderen Ausschüsse dadurch sehr in Konkurrenz gesetzt. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich komme dann zu den Arbeitsprogrammen. Das ist der Bereich, der eigentlich über die Jahre von der GDA, also von 2008 an, am deutlichsten wahrgenommen wird. Ich möchte jetzt die ersten beiden Perioden eigentlich relativ schnell durchgehen. Bei der ersten Periode, das war so eher typisch deutsch, wir erledigen alles auf einmal und alles komplett und wir müssen alle Bereiche abdecken. Denn wenn Sie sich angucken, welche Ziele man sich damals gesetzt hat, Verringerung von Häufigkeit in schweren Arbeitsunfällen, das war damals ein Ziel der EU-Strategie, dass in dem Periodenzeitraum von 5 Jahren eine Reduzierung der Unfälle um 25% erfolgen sollte. Warum und wieso ist eigentlich selbsterklärend, das braucht man nicht näher auszuführen. Wir haben dann Verringerung von Muskel-Skelett-Belastung und Erkrankung, das ist ein Punkt. Muskel-Skelett-Bekrankungen sind eigentlich die Sachen, die immer noch ungefähr ein Viertel der Ausfallzeiten bei uns entstehen. 20% der Frühverrentung gehen auf Muskel-Skelett-Belastung zurück. Also ein Punkt, der von dem Bereich Gesundheit deutliche Auswirkungen hat. Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Hauterkrankungen. Ist natürlich mit 2/5 immer noch der Renner bei BK-Fällen. Es gab aber, das war der eigentliche Grund, warum man das damals genommen hat, die Kampagne Deine Haut, die 2 wichtigsten Quadratmeter deines Körpers oder sowas, eine UVT-Kampagne, wo man gesagt hat, da schließen wir einfach mal an
Und dann haben wir schon was, mit dem wir gleich anfangen können. Und dann ist das Spannende, hat man nochmal geguckt, was kann man noch alles machen. Man wollte natürlich die systematischen Ansätze von Arbeitsschutzorganisation und Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen, KMUs besonders berücksichtigen und psychische, damals hieß es noch, Fehlbelastung. Also irgendwie die eierlegende Wollmilchsau. Und dann hat man daraus insgesamt 11 Programme gemacht, solche Leuchtturmprogramme, die musste jeder Träger machen. Die waren aber auch teilweise sehr fokussiert auf einzelne Unfallversicherungsträger, die natürlich Schwierigkeiten hatten, wenn du ein Programm Pflege machst, dann konnte die nicht, kann die eine Unfallkasse machen, kann die BGW das machen, dann ist es schon vorbei. Das war so eine Krux bei den Leuchtturmprogrammen. Und da hatte man Kategorie 2 Programme. Das waren Programme, wo man ja jeder mitmachen konnte, der wollte. Es gab dann Bereiche ÖPNV, haben glaube ich 3 Träger mitgemacht, ein sehr kuscheliges Programm. Ernährung waren es auch nicht viel mehr. Schule war der Versuch, der aber gescheitert ist, zu sagen, wir möchten gern in der Schule ein bisschen über Arbeitsschutz vermitteln. In der Schule irgendwo Themen anzudocken von außen ist total schwierig. Sogar Unterrichtsstunden, die man da entwickelt hat und gesagt hat, also wir haben euch eine fertige Unterrichtsstunde gemacht und wenn ihr irgendwie einen Ausfall habt, könnt ihr das einfach so reinziehen. Auch das hat nicht funktioniert. Letztendlich muss man sagen, dass mit diesen 11 Programmen sehr ambitioniert ist, sehr heftig ist, sehr heftig auch war, weil das natürlich alles parallel lief. Wenn Sie damals die Bögen gesehen haben, mit denen man in die Betriebe gegangen ist, war jeder anders aufgestellt, jeder anders strukturiert. Und die staatlichen Arbeitsschützer, die die 6 Leuchtturmprogramme machen mussten, wussten teilweise nicht, ob das Kreuz links oder rechts das Richtige war. Ich bin aber der Meinung, dass damals hätte man noch länger überlegt, noch länger nachgedacht, dass es nicht besser geworden wäre. Insofern, dass dieser Anfang, ins Wasser zu gehen und loszulaufen, deutlich richtig war. Kommen wir zur zweiten Periode. Nur noch 3 Ziele. Diese 3 Ziele waren auch die 3 Arbeitsprogramme, die es gab. Das Programm Orga, welches total erfolgreich war, weil es auch mehr oder weniger die normale Tätigkeit der Aufsicht abbildete. Der Erfüllungsgrad lag, glaube ich, irgendwo bei 180% der Besichtigung. Also da haben die Länder und die UVTs wesentlich mehr gemacht, als sie mussten. Dann Verringerung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefährdungen und Erkrankungen im Muskel-Skelett-Bereich. Aufgrund der Kosten, die dahinter stehen, immer ein wichtiges und relevantes Programm. Und Dritte fand ich ganz spannend, da hat die NRK 1,5 Stunden über den Titel diskutiert, weil Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung war halt eben nicht so einfach bei beiden Sozialpartnern durchzubekommen. Da hat man sich darauf halt verständigt, was auch eigentlich ein sehr guter Titel ist und auch der Inhalt sehr gut war. Wenn Sie sich das angucken, ist es aber keine Fokussierung mehr auf irgendeine Branche. Diese 3 Programme konnte man anwenden in jedem Betrieb eigentlich. Das lief dann bis 2018 und parallel gab es eine Evaluation der zweiten Periode, auch zum Ende, wo ganz interessante Ergebnisse rauskamen. Sie sehen also hier die Betriebsbefragung 2011 und 2015. 2011 war nahezu ohne GDA, 2015 waren schon 4 Jahre GDA über die deutschen Betriebe hinweggegangen. Ist die Frage, wie viele Betriebe haben eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt? Und da sehen Sie, dass eigentlich die Veränderungen, die Sie sehen, nur ein statistisches Zappeln sind. Die haben keinerlei Hintergrund. Es hat sich eigentlich nicht groß was verbessert. Man hat die Steigerung von den Kleinst- zu den Großbetrieben, die wir alle kennen. Letztendlich sieht man daraus keine Wirkung der GDA und es ist noch sehr viel Luft nach oben. Das Ganze wird noch spannender, wenn Sie sich angucken, die Frage nach der ASIC-Betreuung. Und Sie müssen hier aufpassen,
Hier ist keine Fachkraft und kein Betriebsarzt aufgetragen. Das heißt, Sie haben bei der Betriebsbefragung von 2011 zu 2015 sind es weniger Fachkräfte geworden, weniger Betriebsärzte geworden, die in den Betrieben tätig waren. Also es ist nicht besser geworden, sondern schlechter. Und das ist auch ein Ergebnis, was irgendwie zum Nachdenken anregt. Warum kriegt man da keine besseren Entwicklungen hin? Es gibt noch weitere Erkenntnisse aus der Evaluation, die ich jetzt einfach nochmal qualitativ nennen möchte, dass der betriebliche Arbeitsschutz mit der zunehmenden Betriebsgröße besser wird, ist keine Überraschung. Darf ich halt eine Sache zu der Statistik sagen? Also, ja. Ich finde, die Prügel steckt dann ja immer der staatliche Arbeitsschutz ein oder die Unfallversicherungsträger. Und alle Jubeljahre gibt es die Sendung bei Report oder sonst wie. Also Arbeitsschutz wie in Rumänien und so Sachen kommen dann da. Und ich finde das einfach ungerecht, weil es wird nur eine Akteursebene, die natürlich eminent wichtig ist, weil das irgendwie was mit Grundgesetzen zu tun hat. Ja. Die kommt rein, ist vollkommen klar. Aber alle anderen Akteure, die gestärkt werden müssten oder die sich selbst stärken müssten, also Gewerkschaften, Betriebsräte, die Arbeitgeber selbst und so weiter, die werden sowieso, das sind halt die Objekte der Arbeitsschutzverwaltung und die muss halt sozusagen mit der Pickelhaube sorgen und dem Säbel, dass das da funktioniert. Also das wollte ich einfach nur mal mit in die Diskussion werfen. Also die Prügel bezieht da immer nur eine Ebene, finde ich. Ja. Und das finde ich nicht gerechtfertigt. Wir haben ja das gleiche Gefälle, was Sie jetzt gezeigt haben für die Gefährdungsbeurteilung und die Arbeitsschutzorganisation auch bei der Anzahl der Betriebsräte, die gewählt sind. Ab 5 Arbeitnehmer kann Betriebsrat gewählt werden. Jetzt suchen Sie mal einen Betrieb mit 5 bis 10 Arbeitnehmern, wo dann Betriebsrat gewählt ist. Ja. Also das ist sozusagen, da wollte ich mal so ein bisschen jetzt den Fokus auch mal auf ein paar andere Prügelknaben versuchen zu lenken. Ich möchte das ergänzen, ich möchte den Kollegen Pieper ergänzen. Und insbesondere auch, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bergische Universität zu wenig Fachkräfte für Arbeitssicherheit und zu wenig Betriebsärzte ausbildet. Also Betriebsärzte können wir nicht ausbilden. Da haben wir auch ein demografisches Problem, habe ich mal gehört. Und bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit leistet die Bergische Universität mit ihren Möglichkeiten, wie sie vom Land Nordrhein-Westfalen ausgestattet ist, Gutes und Wichtiges. Und dieses sicherheitswissenschaftliche Kolloquium ist dafür ja in Kooperation mit dem Institut ASA auch ein gutes Beispiel. Deswegen war das ja jetzt auch eine Flanke zum Einlochen. Okay. Nein, aber es ist natürlich so, dass das für den Arbeitsschutz im Betrieb immer noch der Arbeitgeber verantwortlich ist. Und diese ganzen Berichte, die Sie ansprechen, Herr Pieper, ich weiß ja durchaus, wie die entstehen. Ich kenne die Abfragen der Redaktionen. Als Hintergrund, es gibt Ergebnisse, die man in den Redaktionen meldet, die erscheinen nicht im Bericht. Also das muss man ehrlich sagen, dass diese Magazine versuchen schon sehr objektiv zu sein. Sie werden verbreiten mit Sicherheit keine Falschaussagen. Aber es kann passieren, dass einige Informationen, die nicht in den Mainstream des Artikels passen, nicht erwähnt werden. Das ist jetzt bei uns in NRW während der Corona-Überwachung, wo wir unser Überwachungssystem umgestellt haben, zweimal massiv passiert, dass wir gesagt haben, wir haben nicht unsere Besichtigungszahlen reduziert während Corona, sondern wir haben sie gesteigert, teilweise fast um den Faktor 2, dass das nicht in die Berichterstattung passte. Und das wurde dann, ich weiß, dass ich die Mail weggeschickt habe. Wieder zurück zu dem Fazit aus der Betriebs- und Beschäftigtenbefragung. Es wurden 6.000 Beschäftigte in den Betrieben in der ersten und zweiten Periode befragt. Das sind jetzt die Ergebnisse der zweiten Periode. Es wurden 6.000 Betriebe befragt, wobei man auch sagen musste, dass da wahrscheinlich schon viele ausgebildete Fachkräfte aus Wuppertal dabei waren, weil an vielen Stellen hat dann der Arbeitgeber gesagt, Fachkraft, antworte du mal.
Aber die Antworten sind dadurch garantiert nicht schlechter geworden. Wie gesagt, Betriebsgröße, je größer ein Betrieb, desto besser ist im Arbeitsschutz. Spannend war eine Aussage, die man auch anhand der Anzahlen und auch im Vergleich mit teilweise der Überwachung, die wir gemacht haben, dass die Branchen, in denen physische, mechanische, technische Tätigkeit, also eher klassische Bereiche, besser sind im Arbeitsschutz als moderne Bereiche. Das heißt, die Dienstleistungsbranche hat einen deutlicheren Nachholbedarf, wahrscheinlich, weil bei denen Ursache und Wirkung auch wesentlich mehr auseinanderliegen als in der technischen Bereich. Wenn ich mir auf den Daumen haue, weiß ich ziemlich schnell, was ich falsch gemacht habe. Ja, wenn ich 2 Jahre lang falsch auf dem Stuhl sitze oder ähnliche Sachen mache, dann dauert es. Also die Dienstleistungsbranchen sind eigentlich die schlechteren, die wir haben. Das, was Sie ansprachen, Herr Pieper, Mitarbeitervertretung, Personalrat, Betriebsrat trägt dazu bei, dass der Arbeitsschutz besser ist. Kann man sagen, klar, was ist jetzt Betriebsgröße, was ist Mitarbeitervertretung? Aber eigentlich waren die Betriebe mit Mitarbeitervertretung immer noch einen Tuck besser. Und was ganz spannend war, man konnte, wir haben es nur für den Staat ausgewertet, für die UVTs nicht, weil wir da die Daten nicht hatten, dass man sagen musste, da, wo eine regelmäßige Überwachung stattfindet, wo man mehr im Betrieb ist, wo man aktiv in den Betrieb geht als Aufsicht, dann wirkt es auch. Es ist natürlich schwierig zu sagen, es wirkt beim aktiven Vorgehen, wenn Sie in NRW überlegen, dass wir pro Jahr, wenn Sie alle Besichtigungen nehmen, die wir zusammen machen, da sind auch im Bereich Marktbewahrung Strahlenschutz dabei, wo Sie natürlich Arbeitsschutz nur bedingt im Fokus haben, erreichen wir momentan 3,2% der Betriebe pro Jahr. Und dann wären wir in 33 Jahren durch. Was wurde noch festgestellt? Das, was Sie in diesen beiden Diagrammen sagen, also stagnative Tendenz des Arbeitsschutzes, es ist irgendwie, es geht nicht so weiter, also geht nicht weiter bergauf. Die Gefährdungsbeurteilung ist auch kein substanzieller Fortschritt zu erkennen gewesen, auch vom Inhalt nicht, die befragt waren. Nach wie vor Defizite auch in bestimmten Bereichen, das ist zum Beispiel der Bereich psychische Belastung und Arbeitszeit, nicht so richtig berücksichtigt wurde. Bei beiden Bereichen haben Sie eine Berücksichtigung in der Gefährdungsbeurteilung nur allgemein durch den Schlenker mit der mit dem Arbeitsschutzgesetz. Das Arbeitszeitgesetz ist ja, ich glaube, von 96. Da steht nichts von Gefährdungsbeurteilung drin. Klar steht im Arbeitsschutzgesetz, dass man auch Arbeitszeit berücksichtigen soll, aber da fehlt halt eben irgendwie so ein Bezug. Bei der ASIC-Betreuung muss man sagen, dass die Lücken weiter fortbestehen, eher eine Ausweitung da ist. Man muss ganz ehrlich konsternieren, dass das alternative Modell, was eingeführt wurde, nicht funktioniert. Das kam auch dabei raus. Und dass halt eben insbesondere im Kleinbetriebsbereich ein Handlungsbedarf besteht. Eine Sache wollte ich Ihnen noch zeigen, ohne direkt in den Inhalt zu gehen. Das ist jetzt die Befragung der Aufsichtsbeamtinnen und Beamten. Da hat man mal gefragt, ja, wie wichtig sind bestimmte Aspekte in der Zusammenarbeit mit den Trägern der GDA. Regelmäßig gegenseitige Mitteilung über geplante Besuche ist also relativ wichtig mit unter 60%. Gegenseitige Informationen über die Ergebnisse von durchgeführten Betriebsbesichtigungen sogar über 60%. Hier unten haben Sie die Leitlinien. Wie wichtig sind die für die Durchführung? Da liegen Sie bei fast 70% im Bereich wichtig. Also durchaus eine Aussage, dass bestimmte Sachen wichtig sind und notwendig sind. Dann gab es eine Frage, die das Ganze von der anderen Seite fragt. Wie weit liegen die Voraussetzungen vor? In welchem Maß wurden die Aspekte bei der Zusammenarbeit umgesetzt? Sagt nur Aussagen von der staatlichen Arbeitsschutzbehörde erstmal. Da sehen Sie, dass die Umsetzung, wenn man sagt, im hohen Maße ist auch noch okay, deutlich geringer sind. Das heißt, der Wunsch, das ist das Spannende, wenn Sie jetzt das nächste Diagramm sich angucken, Sie haben links die Frage, wie wichtig ist das? Eins ist das gute oder das bessere Ergebnis, dass es eigentlich allen Trägern
blau ist UVT, rot ist Staat, sehr wichtig ist, Informationen zu bekommen, gegenseitig sich abzustimmen über geplante und über zukünftige Betriebsbesichtigungen, über die Ergebnisse von Betriebsbesichtigungen, über die Leitlinie. Und rechts haben Sie dann die Aussage, was umgesetzt ist. Da gibt es also auch ein Gap zwischen dem, was von den Beschäftigten von UVTs und Staat gewollt ist oder als notwendig erachtet wird und von dem, was in der Praxis ist. Also durchaus auch Kritik nach innen. Fazit der Aufsichtspersonalbefragung ist, dass die Akzeptanz dieser Überwachungsgrundsätze und des Aufsichtshandels zwar gestiegen ist, aber noch keineswegs durchgängig vorhanden ist. Es ist also besser geworden, aber es gibt immer noch eine große Anzahl an Personen, die halt eben von den Leitlinien nichts wissen, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob sie von den Inhalten nichts wissen oder nur von der Leitlinie. Was ich vorhin gesagt habe, dass so eine Leitlinie durchaus in den Manual von einem UVT oder einem Land eingeht, wo der gar nicht weiß, dass es eingeht. Das, was ich Ihnen eben nochmal deutlich gemacht habe, diese Diskrepanz zwischen eingeschätzter Bedeutung und wahrgenommener Umsetzung ist da, dass halt eben viele Punkte nicht so umgesetzt sind, wie man sich das wünscht, dass da ein Defizit passiert. Und auf der anderen Seite Abstimmungshindernisse, insbesondere durch die fehlende Datenbasis, dass man halt eben nicht weiß, ob der andere da ist. Auch mehr Gelegenheit zum fachlichen Austausch und, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, durchaus, dass man auch akzeptieren muss, dass UVT und Staat eine politisch andere Vorgabe haben. Wenn ich Prävention mit allen geeigneten Mitteln mache, ist das wesentlich weiter. Gefasster Begriff. Wenn ich Überwachung und Beratung zur rechtskonformen Anwendung habe, ist das ein engerer Begriff. Und das muss man auch akzeptieren, dass halt eben die beiden Träger auch unterschiedliche Ansätze haben. Was ist so nach dem Fazit, Kurzfazit nach der zweiten Periode? Zum einen, ich hatte es ja gesagt, GDA ist keine freiwillige Veranstaltung, es ist eine gesetzliche Verpflichtung, die eingeführt ist ins Gesetz, die kann man nicht einfach so lassen. Arbeitsprogramme laufen super, sind super gelaufen. Abgestimmte Rechtsetzung in vielen Bereichen läuft mittlerweile gut. Datenaustausch, na, Sie wissen auf dem Zeugnis, was stets bemüht bedeutet. Er funktionierte nicht, er funktioniert bis heute nicht. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, dass ich mich über diese Rechtsgrundlage, die ab 01.01.2023 gilt, sehr freue, weil ich das als wichtige Grundlage für eine effiziente Überwachung sehe. Und der Bereich gemeinsame Aufsicht und Beratung ist noch eigentlich mit einer Fehlanzeige versehen, weil der Bereich ist zwar über die Leitlinien abgedeckt, aber die Leitlinien sind nicht da angekommen, wo sie hin sollten. Was hat man da aus der dritten Periode draus geschlossen? Man hat sich Gedanken gemacht, durchaus die kritischen Ergebnisse aus der Dachevaluation genommen, die geringe Bekanntheit, Akzeptanz in der eigenen Reihe. Die GDA wird nur als Summe der Arbeitsprogramme wahrgenommen. Im Alltagsbetrieb bei den Besichtigungen und Beratungen kaum Fortschritte und der Datenaustausch ist defizitär. Daraufhin hat die NRK eine Entscheidung getroffen, also die Nationale Arbeitsschutzkonferenz als oberstes Gremium, dass man eine verlässliche Partnerschaft mit abgestimmten und arbeitsteiligen Handeln als Grundlage für eine gemeinsame Beratung und Aufsicht haben möchte. Das hat man dann angefangen umzusetzen. Es gab dann eine Grundsatzvereinbarung, in der man ein neues Aufsichtskonzept für den überschneidenden Bereich der Beratung und Überwachung, also die Bereiche, in denen beide Träger ihre Zuständigkeiten haben, ins Leben gerufen hat und sagt, man wird sich darauf konzentrieren. Das ist der Fokus der dritten GDA-Periode. Das heißt, klare Überwachungsstandards auf Basis der ersten beiden GDA-Leitlinien, also Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzorganisation. Eine Absprache über die Regelüberwachung. Und jetzt kommt die Besichtigung mit Systembewertung auf dieser Basis. Das heißt, mindestens für die nächsten 4 Jahre ist die Betriebsbesichtigung mit Systembewertung die Regelüberwachung von UVT und Staat.
Man wollte, das werde ich ein bisschen wieder konjunktiv, also eine Schwerpunktsetzung auf Klein- und Mittelbetriebe setzen, weil natürlich bei den KMUs der größte Nachholbedarf ist. Und man hat sich dazu verständigt, halt eben einen voll nutzbaren Datenaustausch der Betriebsbesichtigung und Systembewertung zu erzielen, um genau sagen zu können, wann wer wo war. Als Ziele gaben sich daraus mehrere Ziele auf verschiedenen Ebenen wieder. Einmal natürlich das obergeordnete Ziel, Arbeit sicher und gesund gestalten, Prävention mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung. Das innere Ziel, ich hatte es Ihnen vorhin schon gesagt, insbesondere für UVT und Arbeitsschutzverwaltung, dass man die abgestimmte Vorgehensweise bei der Betriebsbesichtigung erreichen möchte. Das Ziel im Betrieb, ein konkreteres Ziel ist die Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzorganisation. Das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, was so defizitär, sehr stark defizitär war, zu verbessern, also da wirklich am Kern anzusetzen. Und es gibt noch drei Unterziele, wobei Unterziele hier nicht irgendwie despektierlich klingt. Aber das ist das, was die Arbeitsprogramme jetzt machen. Das ist Muskel-Skelettbelastung verringern, psychische Belastung verringern und Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen sicherer machen. Die Arbeitsprogramme, diese drei Arbeitsprogramme, die dahinter stecken, kriegen auch eine andere Struktur, ein anderes Aussehen. Sie sind für sich genommen keine eigenen Überwachungsprogramme mehr. Das heißt, immer wenn ich mit einem der drei Programme in einen Betrieb gehe, muss ich den Grunddatenbogen, so heißt er, für die Betriebsbesichtigung und Systembewertung machen. Die drei Arbeitsprogramme werden nur in Summe bei 10% der Betriebsbesichtigung durchgeführt. Das heißt, 3 1/3% pro Arbeitsprogramm. Man wird sich austauschen über den Kernprozess der Regelüberwachung, das heißt der Datenaustausch mit den Ergebnissen aus der Betriebsbesichtigung mit Systembewertung wird aufgebaut und erfolgt. Im Bereich der Arbeitsprogramme wird die Öffentlichkeitsarbeit und die Gemeinsamkeiten gebündelt und werden halt eben als mit einer Identität zur GDA entsprechend veröffentlicht und weitergetragen. Komme ich zur Betriebsbesichtigung mit Systembewertung. Die Ziele, die dahinter stecken, ist, dass man, sind eigentlich eher auch nach innen gerichtet, dass man gemeinsame Standards hat, nach denen man Betriebsbesichtigung durchführt. Diese Standards sind angelehnt an die GDA-Leitlinien, aber auch beruhen auch auf den Erfahrungen aus dem Programm, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, das Orga-Programm aus der zweiten Periode. Da gab es bestimmte Erfahrungen, dass man sagt, bestimmte Sachen muss man ein bisschen anders sehen. Das heißt, die GDA-Leitlinien wurden nicht sklavisch umgesetzt, sondern es wurde geguckt, wo kann man es sinnvoll überführen. Heißt natürlich, jetzt vorhin schon mal angedeutet, dass die beiden GDA-Leitlinien jetzt überarbeitet werden müssen und an den Grunddatenbogen angepasst werden müssen. Die Betriebsauswahl, wie man Betriebe auswählt, ist festzulegen. Das heißt, es soll nicht mehr so passieren, dass sich jeder Sachbearbeiter selber die Betriebe aussucht, sondern er soll Betriebe vorgegeben kriegen, um damit zu vermeiden, dass man immer dieselben Betriebe geht, immer in die gleichen guten Betriebe geht und dass man das Ganze halt streut, weil auch die Besichtigungsanzahl diesmal so groß ist, dass man sich auch irgendwann wirklich aus dem Weg gehen muss und dass der Datenaustausch geregelt werden soll. Die Aufgaben im Betrieb ist natürlich zum einen die Verbesserung der Gefährdungsbeurteilung, Verbesserung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. Ich hatte es eben ja schon mal gesagt, das Orga-Programm der zweiten Periode ist eine Grundlage. Und das Ganze macht man deshalb, weil man sagt, wir wollen jetzt wirklich die Zusammenarbeit bei einer normalen Betriebsbesichtigung deutlich fördern. Welche Festlegungen gibt es? Jährlich sollen von beiden zusammen 50.000 Betriebe besichtigt werden, macht 200.000 Betriebe in einem Zeitraum von 4 Jahren, überwiegend Klein- und Mittelbetriebe. Da hatte ich ja vorhin einmal gestockt bei KMU. Die Aussage ist kleiner als 250 Beschäftigte. Wenn Sie sich überlegen, kleiner als 250 Beschäftigte sind übrigens 97% der deutschen Betriebe. Das ist also, davon Fokus zu reden, ist schwierig.
ist ein bisschen problematisch, ist aber die Festlegung so. Wir haben nachher nochmal versucht, ein bisschen einzuschränken auf Betriebe unter 100 Beschäftigten. Da ist man schon näher dran an kleinen und Mittelbetrieben. Der Grunddatenbogen, den ich eben genannt habe, der gilt für beide Träger. Das heißt, UVT und Staat müssen den Grunddatenbogen verbindlich bei ihren Besichtigungen verwenden. Verwenden heißt übrigens nicht im Betrieb ankreuzen oder gar hinschicken, sondern es ist eigentlich ein Dokumentationsbogen, bei dem am Ende das Ergebnis der Besichtigung dokumentiert werden soll. Um halt eben aber auch die Bewertung, weil so ein Grunddatenbogen ersetzt ja noch keine Bewertung. Also einige Sachen sind klar, habe ich unterwiesen und dokumentiert, ja oder nein, das ist eindeutig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man auch bei bestimmten Sachen, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, versuchen muss zu differenzieren zwischen Rot, Gelb, Grün. Und dafür gibt es eine Handlungsanleitung, die nochmal sehr, sehr ausführlich in mittlerweile 45 Seiten, aber es werden mehr werden, weil wir jetzt die Schulung hinter uns haben und das erste Mal grundlegend überarbeiten müssen. Diese Handlungsanleitung soll halt eben das einheitliche Vorgehen sicherstellen, ist ein hoher Begriff, aber dieses gemeinsame Vorgehen mehr und mehr erreichen, dass man UVTs und Staat gemeinsam bewerten. Heißt jetzt nicht, dass die beiden immer sehr unterschiedlich bewerten. Sie haben garantiert auch Bewertungsunterschiede zwischen Baden-Württemberg und Hamburg. Wie Sie Bewertungsunterschiede zwischen der BGW und der BGRCI haben werden. Es gibt kulturell begründete Unterschiede, es gibt personenbegründete Unterschiede und die sollen halt eben zusammengefahren werden, sodass es nicht eine Linie wird, aber ein breiter Balken. Die gesamten Ergebnisse werden am Ende anonymisiert ausgewertet und geguckt, wie sich die Betriebe entwickelt haben. Es gibt auch eine Betriebsbefragung, die nach den Besichtigungen stattfindet, wo Betriebe, die besichtigt wurden, dann teilnehmen können, aber nicht müssen. Die können sich über einen QR-Code an so einer Besichtigung, also an einer Befragung dann teilnehmen, um auch zu gucken, was sich da ändert, um eine etwas andere Betrachtung zu kriegen, um zu gucken, wo man die Aufsicht verbessern kann. Ich könnte gerade, wenn Sie bitte noch mal einmal eine Folie zurückgehen, dann ja. Gerade, weil Sie den Aspekt von KMUs eingebracht hat. Ja. Der im Chat, der Kollege Koskun von der Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen, den werden Sie kennen, ich glaube aus Duisburg, der ja, glaube ich, auch aktiv ist im VDGRB. Genau, ganz genau. So, also er fragt an, ob denn die GDA für Kleinstbetriebe, also jetzt 1 bis 9, etwas in der Pipeline hat, da er halt bei seiner Aufsichtstätigkeit gerne auf die GDA-Unterlagen als Vorlage verweist, jedoch für Kleinstbetriebe zu komplex sind. Ja, also es wird keine besondere Regelung für Kleinstbetriebe geben. Ich zeige Ihnen gleich nochmal die Bögen. Wir sind der Meinung, in der Gruppe, die das entwickelt hat, und auch bei der Pilotierung kam das raus, dass diese Bögen auch für Kleinstbetriebe geeignet sind mit dem Übersetzer Aufsichtsbeamte. Klar muss man mit dem Kleinbetrieb anders umgehen als mit einem Großbetrieb von 200 Beschäftigten, der eine durchgestylte Organisation hat. Aber die Anforderungen, die in dem Bogen stehen, sind auch die der Kleinstbetrieb erfüllen muss. Man muss natürlich gucken, dass bestimmte Punkte, wenn er sagt, ja, ich habe meine Ersthilfe irgendwie, ich habe das da an der Wand, das passt schon, ist eine andere, ne, da sind die Ersthelfer drauf und die sind aktuell, das passt, oder dass das halt eben eine etwas andere Qualität der Dokumentation des Herangehens ist. Aber geeignet prinzipiell ist das schon. Aber ich kann auch das, was Herr Koskun sagt, verstehen, weil er ist nicht der Erste, der das sagt. Aber wir haben jetzt gesagt, dass der Bogen ist universell ansetzbar und man muss gucken, dass es ein Dokumentationsbogen ist, wo dann der Aufsichtsbeamte oder die Aufsichtsperson entsprechend mit seinen Ausbildungen, seinen Fähigkeiten das Ganze übersetzen muss. Und halt eben Kleinbetrieb hat eine andere Tiefe, eine andere Papierlage als ein Großbetrieb. Aber er kann trotzdem mindestens genauso gut sein wie ein Großbetrieb. Ja, ich glaube, generell ist ja so, also wenn er dann auf die GDA-Leitlinien verweist im Betrieb, egal welche Papiere man auch in mittleren Betrieben mit 40 Seiten kommt, das ist dann in der Regel in der Betriebspraxis
dann rollen alle Gesprächspartner nur mit den Augen. Teilweise ist das sogar in der Forschung so. Ja, also das ist natürlich eine Schwierigkeit, generell. Die für generell ein Problem ist. Ich hatte eben einen Friseursalon mit 1-2 Beschäftigten. Wenn Sie dem sagen, hier hast du die Gefahrstoffverordnung, hier hast du die Biostoffverordnung, hier hast du die Arbeitsstättenverordnung und hier hast du die Betriebssicherheitsverordnung. Damit hat er nur einen ganz kleinen Teil. Ne? Und das guckst du dir an und das berücksichtigst du, ist der überfordert. Also das wäre ich dann genauso, weil ich natürlich mein Geld damit, also ich verdiene mein Geld mit Arbeitsschutz, von daher bin ich nicht überfordert, aber er verdient sein Geld mit Haare schneiden, er wäre überfordert und das ist auch so. Und ich finde es sehr gut, wenn man da hinkommt, dass sich alle Institutionen, die hier unterwegs sind, mal darauf einigen, wie sieht eine Gefährdungsbeurteilung aus. Und ich gebe da mal den Betrieben ein Muster, eine Handlungsanleitung, etwas raus, mit dem er sehr einfach das machen kann. Weil der Ansatz, den ich auch noch vor 10 Jahren auch durchaus für den ich stand, zu sagen, das muss der alles alleine machen, das funktioniert nicht. Da kriege ich die kleinen Betriebe nie mit rum. Da muss was Einfaches da sein, da muss vielleicht ein Berater noch da sein, der ihm erklärt, was er zu tun hat und ihm ein bisschen dabei behilflich ist. Ne? Und das ist ja der Punkt, auf den jetzt zu verweisen wäre, in der Statistik, was die betriebliche Arbeitsschutzorganisation betrifft, da fehlt ja gerade der Punkt. Also alle Arbeitgeber sind verpflichtet, sich irgendwie sicherheitstechnisch betriebsärztlich unterstützen zu lassen. Mhm. Paragraph 3 der Betriebssicherheitsverordnung, da steht drin, wer eine Gefährdungsbeurteilung macht, muss fachkundig sein. Ist der Arbeitgeber selbst nicht fachkundig, muss er sich fachkundig unterstützen lassen. Also ich glaube nicht unbedingt, dass man mit einer einfachen, also das hängt letztlich von den Arbeitsbedingungen ab. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Dass man so denkt, also wir machen jetzt was mit einfacher Sprache und ein paar Piktogrammen und das ist nicht ganz so tricky. Also Friseure, haben wir die THGS 530, habe ich gerade mal eben nachgeguckt. Eine Branchenregel gibt es nicht. Es gibt 40 Branchenregeln, aber keine zum Friseurgewerbe. Aber die THGS 530. Also ja, klar. Ist, glaube ich, eine Frage Netzwerk und Unterstützung durch fachkundige Personen. Ja. Und das muss man ans Laufen bekommen. Also ich komme ja ursprünglich aus einem etwas kleineren Land als Nordrhein-Westfalen. Und da sind einige Sachen etwas einfacher, wenn man mit Sozialpartnern, mit Arbeitgeberinstitutionen zusammenarbeiten will, weil es da nur eine gibt. Ne? In NRW gibt es unzählige Kammern und so weiter. Da war der Versuch, da mal die sicherheitstechnische Betreuung auch bei Kleinstbetrieben über geförderte Projekte darzustellen für eine Branche. Maler, Lackierer. Sie haben keine Maler, Lackierer gefunden, weil die alle Angst hatten, dass ihr Know-how, wenn sie in einem Pool zusammensitzen, flöten geht. Mhm. Konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, war aber so. Und ich denke auch, Kleinstbetriebe brauchen eine Beratung, sie brauchen jemanden, der ihnen hilft, aber sie brauchen auch einfache Dokumente, mit denen man sie erstmal ranführt an die Problematik. Und von dem Arbeitgeber zu verlangen, ich hatte ja vorhin die paar Vorschriften gesagt, und das sind noch lange nicht alle, Lärm und Vibration, klar, beim Friseur hast du auch noch einen Föhn. Und wenn sie da noch irgendwas zum Bräunen haben, ne, dann auch die optische Strahlung. Und das ist einfach ein Problem, wo man sagen muss, da muss man einfache Lösungen fahren, einfache Gefährdungsbeurteilungen. Und halt eben eine praktische Unterstützung. Ich hatte es ja vorhin gesagt, dass die alternative Betreuung gescheitert ist. Weil das, was Sie gesagt haben, steht ja auch in der Vorschrift 2 drin, dass ich bei bestimmten Anlässen mir eine Fachkraft oder einen Betriebsarzt holen muss. Und der ist nicht vorhanden. Ja. Das und funktioniert da war ja nicht. Das Konzept auch nach dem Motto, ich mache die Unternehmer schlau mit Informationsveranstaltungen, Motivationsveranstaltungen und dann können die selbst sagen, also jetzt brauche ich hier eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt. Das war ja die Idee. Die Idee ist ja nicht schlecht. Also auch da, jetzt können Sie sagen, Rödecke erzählt immer nur über gescheiterte Ideen. Ich fand die Änderung der Vorschrift 2 auch mit der Grundbetreuung und mit der bedarfsorientierten Betreuung einen wunderbaren Ansatz, über die Gefährdungsbeurteilung das abzuwickeln. Ja. Leider muss man sagen, dass auch das nicht funktioniert, weil Grundbetreuung ist momentan der Standard, mehr gibt es nicht. Was können wir denn jetzt in den letzten 4-5 Minuten jetzt noch sagen, was funktioniert? Eigentlich haben wir doch schon die richtigen Stichworte gesagt, nämlich mit
mit Netzwerken, mit Unterstützung und mit angepassten Instrumenten. Genau. Aber ich versuche mal jetzt ein Daumenkino zu machen. Ich wollte Ihnen noch ein bisschen was zeigen. Grunddatenbogen, so ein bisschen Transparenz reinbringen. Der Grunddatenbogen ist gegliedert in vier Bereiche. Allgemeine Betriebsdaten, dann Fragen zur Arbeitsschutzorganisation, zur Gefährdungsbeurteilung und am Ende das Gesamtergebnis. Sieht so aus, das sind die Grunddaten. Das heißt, wo ist der Betrieb überhaupt? Der Betrieb erfolgt risikoorientiert oder statistisch. 50.000 Betriebe werden statistisch ausgesucht. Das heißt, kleine Betriebe unter 100, rein statistisch, dass man da auch mal eine Größe hat, mit der man operieren kann, zu gucken, wie ist denn da der Arbeitsschutz in den Bereichen? Und 150.000 Betriebe risikoorientiert. Risikoorientiert heißt bei den Ländern Risiko nach LASI-Veröffentlichung 1, bei den UVTs Risiko nach der Risikoeinstufung nach der Vorschrift 2. Leider konnte man sich da auf keinen gemeinsamen Standard einigen, weil man hätte dazu Betriebsdaten austauschen müssen. Dann der Bereich Arbeitsschutzorganisation. Deutlich etwas, wie Sie es nachher sehen, was angelehnt ist an die Leitlinie Organisation des Arbeitsschutzes. Wie ist was übertragen? Wer macht was? Wer nimmt was wahr? Auch hier die Einstufung in Rot, Gelb, Grün. Mit dem, was ich gesagt habe, etwas schwer, die einzelnen Kriterien zwischen Abgrenzung zwischen Grün und Gelb und Rot und Gelb zu beschreiben. Dafür gibt es aber die Handlungsanleitung, wo Kriterien nochmal festgelegt sind. Und wahrscheinlich finden das alle momentan auch ganz spannend. Mittlerweile gibt es bei der Eingabe Plausibilitäten. Ne, wie wenn Sie im Internet was kaufen, versuchen eine vierstellige Postleitzahl einzugeben, geht das nicht raus. Bei den alten Bögen war es immer so, da konntest du vorne ankreuzen, es gab keine Fachkraft. Du hattest einen Betrieb über 50, wo du auf jeden Fall eine Fachkraft haben musstest. Dann kannst du hier jetzt nicht mehr eingeben, die Fachkraft ist da und sie besteht. Also auch Verblocken und Plausibilitäten. Gefährdungsbeurteilung sind hier entsprechend auch abgefragt, und zwar der Prozess. Er ist bisher nie abgefragt worden. Ist der Prozess vorhanden? Und dann wird der Prozess in den 7 Schritten durchgegangen. Also Ermittlung und Beurteilung werden sie gemacht. Sind die Maßnahmen entsprechend umgesetzt? Ich habe Ihnen mal am Anfang stand da vollständig. Das vollständig haben wir rausgestrichen, weil wir gesagt haben, vollständig wirst du nie erreichen. Dann wird die Dokumentation abgefragt, die Fortschreibung, eine Stichprobe im Betrieb. 2 unterschiedliche Arbeitsplätze müssten hier eingetragen werden. Und dann das Ergebnis der Stichprobe. Wobei, wenn ein Arbeitsprogramm gemacht wird, ist eines der Stichproben das Arbeitsprogramm. Also Muskel-Skelett, psychische Belastung oder krebserzeugende Gefahrstoffe. Am Ende gibt es ein Ergebnis, auch in beide Bereiche unterteilt. Teilweise geeignet und nicht geeignet bei der Arbeitsschutzorganisation. Da sind also die Bewertungen am Ende auch im gleichen Text geblieben, angemessen durchgeführte Gefährdungsbeurteilung, nicht angemessen durchgeführt oder nicht durchgeführt. Uns ist durchaus bewusst, dass das überwiegend die Betriebe in Gelb eingestuft werden. Bei den Verwaltungsmaßnahmen, da steht jetzt übrigens nichts mehr von Beratungsgespräch oder Ähnlichem. Da hatten wir ursprünglich ein Feld, das haben wir aber auch rausgestrichen, weil wir gesagt haben, jeder Arbeitgeber kriegt am Ende ein Feedback im Rahmen einer mündlichen Feststellung. So, das heißt, dass du nur eine Kaskade hast von letztendlich 4 verschiedenen Verwaltungsmaßnahmen, mündliche Feststellung. Das ist auch das Gespräch, was auch durchaus positiv sein darf und kann. Ein Besichtigungsschreiben, eine Anordnung oder ein OWI-Verfahren. Ich hatte eben vorhin gesagt, 200.000 Betriebe werden besichtigt innerhalb der 4 Jahre. 150.000 risikoorientiert, 50.000 in der Zufallsstichprobe, hatte ich auch beschrieben. Jetzt, wenn Sie es den Arbeitsprogrammen nicht sagen, spare ich mir jetzt was. Das sind die Arbeitsprogramme. Ich würde gerne am Ende nochmal in Ruhe die Zeitschiene besprechen. Deswegen. Der Zeitplan der dritten GDR-Periode hat sich immer wieder verzögert durch Corona. Muss man ganz ehrlich sagen. Also
nicht zum einen, dass es keinen Sinn macht, in Betriebe reinzugehen und die Arbeitsschutzorganisationen zu prüfen, wenn die gerade mit Corona kämpfen und nicht wissen, was sie da tun müssen. Es ist aber auch so bei unseren Aufsichtsbeamten, dass wir sie eingesetzt haben in den letzten anderthalb Jahren, ich sag mal, für arbeitsschutznahe Aufgaben. Das heißt, die Gefährdungsbeurteilung und das Hygienekonzept überprüfen, die Umsetzung der Corona-Arbeitsschutzverordnung zu überprüfen. All diese Punkte, die natürlich Arbeitsschutz sind, aber natürlich auf den Fokus Infektionsschutz haben. Allein müssen Sie überlegen, wenn Sie bundesweit tätige Gruppen haben, die auch diese Unterlagen erarbeitet haben, ist es schwierig, die online zu bearbeiten und zu treffen in der Hochzeit von einem Lockdown, wo Sie in kein Hotel kommen, geht auch nicht. Also es hat auch Zeit da gekostet. Letztendlich hat man sich dieses Jahr im Frühjahr darauf verständigt, dass zum 1.6. der Start der Besichtigung erfolgt, dass zum 1.6. die Erfassungen bei den einzelnen Trägern zur Verfügung stehen. Leider hat das auch ein bisschen länger gedauert, dass die Arbeitsprogramme pilotiert haben jetzt im August und September, dass die Arbeitsprogramme zum 1.1. nächsten Jahres mit an den Start gehen sollen und dass das Ende im Mai 2025, also genau nach 4 Jahren, ist. Und dass halt eben die Besichtigung mit Systembewertung als allgemeine Besichtigungspraxis danach als Standard bei beiden Trägern, also Unfallversicherungsträger und Staat, fortgeführt werden soll. Soweit der theoretische Zeitplan. Sie alle kennen die Inzidenzen in Deutschland, wobei ich erstmal sagen muss, dass ich morgens das Zweite, was ich mache, nachdem ich auf den Wecker geguckt habe, gucke ich auf die Inzidenzen. Gestern Morgen wäre ich fast aus dem Bett gefallen. Hat sich dann aber wieder geklärt. Weiß gar nicht, wo der statistische Fehler lag, dass die Inzidenzen um fast 100 niedriger waren als am Vortag. Das Problem ist aber, dass du momentan auch nicht so intensiv Überwachung machen kannst zu den Bereichen. Wir haben in NRW die Betriebsbesichtigung mit Systembewertung vor 2 Wochen ausgesetzt und wir überprüfen jetzt schwerpunktmäßig 3G und Homeoffice wieder. Können wir in NRW, weil wir in NRW eine Zuständigkeitsregelung haben, die die Arbeitsschutzverwaltung auch, der Arbeitsschutzverwaltung auch eine Zuständigkeit gibt für die Überwachung. Das ist bei anderen Ländern genauso, dass die jetzt mehr und mehr wieder raus sind, weil halt eben die 3G-Pflicht in den Arbeitsstätten der absolute Fokus ist und Homeoffice. Von daher sind die Daten, die hier drin stehen, erstmal nur theoretisch. Bei der NRK-Sitzung vor 2 Wochen ist davon gesprochen worden, das Ende erstmal auf den 31.12.2025 zu verschieben. Das heißt, auch der Anfang wird sich ein bisschen verschieben. Herr Rönnecker. Damit wäre ich fast pünktlich durch. Meinen herzlichen Dank. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal überzogen haben, Karl-Heinz. Ich weiß es nicht mehr. Das haben wir noch nie gemacht. Deswegen musst du jetzt 5 Euro in die Mannschaftskasse einwerfen. Das ist Premiere. Ja, um dann das letzte anzuführen. Also erstmal nein, um Himmels Willen, Herr Rönnecker. Also das war eine äußerst umfassende, detaillierte und hervorragende Darstellung. Und das braucht halt seine Zeit. Und ja. Wo Sie die Inzidenzen ansprechen, ich hörte, heute Morgen gab es ja so 2 Stimmen, die ich so mitgekriegt habe. Die eine sagte, es gibt keine Pandemie und die andere sagte, wenn wir das nicht hinbekommen mit der 20% Problematik bei den Erwachsenen, die ja nicht geimpft sind, dann können wir uns darauf einstellen, dass nicht der nächste Winter und der übernächste Winter eventuell auch noch ein Problem sein könnte. Aber wollen wir mal nicht lieber schwarz malen, sondern hoffen, dass der Fortschritt, die Fortschrittskoalition, und wenn sich jetzt auch noch in den 16 Bundesländern 16 Fortschrittsbündnisse bilden würden und auf der europäischen Ebene wir auch noch Fortschrittsbündnisse realisieren könnten, dann würden wir vielleicht vorwärts kommen. Auch mit der GDA. Ralf, ich kann ja vielleicht nochmal eine Schnittstelle bilden von dem einen Chat zum anderen Chat. Also der Herr Riebe von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber,
Der richtet sich an den Herrn Koskun nach Duisburg, sage ich immer so, und verweist darauf, dass man sich im Arbeitsprogramm muskuloskeletale Belastungen sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, die Arbeitshilfe so zu konzipieren, dass sie zumindest für KMU anwendbar sein soll. Natürlich vorbehaltlich der Evaluation oder beziehungsweise der Dachevaluation, damit die Folie noch stimmt. Danke. Ich ordne das mal ein in meinen Versuch, das auf den Fortschritt zu beziehen. Und jetzt stellt sich halt nur noch die Frage, was ist Fortschritt eigentlich? Also das ist, aber in dieser Frage können wir uns jetzt nicht mehr widmen. Wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Dringendes ist, dann würde ich nämlich jetzt Feierabend machen. Und allen Beteiligten, insbesondere natürlich auch Ihnen, Herr Röttger, als Referenten, noch eine besinnliche Zeit wünschen. Entspannende Feiertage, entspannende Zeit zwischen den Jahren, soweit das nur möglich ist unter den gegenwärtigen Bedingungen. Und ein wirklich von Herzen kommendes gute Wünsche für das neue Jahr 2022. Wo wir uns wiedersehen werden am 14.01.2021 zum 162. Sicherheitswissenschaftlichen Kolloquium und das passt ja jetzt inhaltlich sozusagen wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt, mit dem Thema Störung im Betriebsablauf, systemirrelevante Betrachtung zur Pandemie. Dem Titel können Sie schon entnehmen, das wird eine hochinteressante und auch von einem völlig anderen Blickwinkel als den, den man im Moment mit den zwei Positionen hört, die ich gerade wiedergegeben habe. Eine, glaube ich, hochinteressante Vortrag und eine hochinteressante Diskussion, auf die ich mich schon sehr freue. Dann, Martin, schließt die Bude, hat der Goethe immer gesagt. Ich mache jetzt meine Bude zu. Ja, ich schließe mich dem Dank an den Herrn Röttger an. Und ich gehe davon aus, dass auch der Kollege Pieper hat ja zweimal so ein bisschen angesetzt in Bezug auf Netzwerkunterstützungen. Ich gehe davon aus, bei den Unbilligkeiten in der Weihnachtszeit, wenn es da zu Stress kommen mag, wird weiterhin, gehe ich davon aus, die Mobbingline Nordrhein-Westfalen da unterstützend tätig sein, zumindest in Nordrhein-Westfalen, aber häufig darüber hinaus. Und in Bezug auf den Arbeitsschutz und die Arbeitswelt gehe ich davon aus, dass dann die Arbeitsschutzverwaltung Nordrhein-Westfalen mit ihrem Werkzeug Comnet, gesunde Arbeit und dem LIA da überall tätig ist und unterstützt und hilft. Was auch für die anderen 16 Bundesländer und deren Institutionen gilt. Außer Comnet. Da ist nur noch Hamburg dran beteiligt finanziell. Sind wir denn jetzt offline? Nein, wir sind auch, glaube ich, online. Wer ist der Kollege? Das gehört ja alles dazu. Aber ich glaube, das, was der Ralf Fieber gesagt hatte, wir können das beenden, im Endeffekt abschließen. Also Sie noch hier im YouTube, im Zoom bitte, Herr Röttger. Ja, ja, ich wollte eben nur gucken, wer noch alles drin ist. Ja. Gut. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Und tschüss. Genau. Du bist draußen, Mann.